Heute schauen wir uns mal die Hairstyling Cream von Forte Series an. Starten wir als erstes mit der Verpackung, und zwar mit der Umverpackung. Die Umverpackung ist wertig, es sind super viele relevante Informationen auf der Umverpackung drauf. Stylisch, minimalistisch, vom Design her wirklich sehr gut gemacht, gefällt mir. Ähnlich wie der Tiegel ist wertig, allerdings sehr minimalistisch gehalten, weil alle relevanten Informationen auf der Umverpackung drauf sind und auf dem Tiegel sind dann tatsächlich nur wirklich ein paar Informationen drauf, sodass der Tiegel wirklich super minimalistisch ist, was mir an dieser Stelle hervorragend gefällt. Also hier an dieser Stelle einfach Daumen hoch und volle Punktzahl für das Packaging. Kommen wir zum Geruch. Wir haben hier einen relativ angenehmen, relativ frischen Geruch, der ein bisschen künstlich ist, aber gleichzeitig auch männlich. Kommen wir zu den Inhaltsstoffen. 90% der Inhaltsstoffe sind gut, 10% leider nicht. Kommen wir zum Claim des Produktes. Das Produkt verspricht einen festen Halt, ein natürliches Finish und eine butterartige Textur. Meine Vorherfrisur sieht aktuell wie folgt aus. Ich habe meine Haare heute Morgen gewaschen. Die Haare sind jetzt aktuell staubtrocken und das ist jetzt die Grundlage für das Styling. Kommen wir zur Konsistenz des Produktes. Wir haben hier eine Hairstyling Cream und das merkt man auch an dieser Stelle. Cream passt an dieser Stelle tatsächlich sehr gut. Weiter geht's mit dem Auftragen des Produktes. Das Produkt ist wirklich super weich, von daher kann man das Produkt wirklich ganz easy in den Händen verteilen. Es geht wirklich kinderleicht von der Hand. Das Produkt bricht in wenigen Sekunden und dann ist es auch rückstandslos in den Händen verteilt. Kommen wir zum Styling. Meine Haare sind tatsächlich etwas trocken und können ordentlich Textur gebrauchen. Ich habe meine Haare jetzt erstmal etwas angefeuchtet, dann 2-3 Drops Arganöl in die Haare eingearbeitet und eine Föhnbürste dazu genommen und meine Haare dann erstmal ein wenig in Richtung geföhnt, damit es gleich beim Styling einfach ein wenig einfacher wird. Danach habe ich dann das zuvor in den Händen verteilte Produkt in meine Haare vollständig verteilt und meine Haare gestylt. Später habe ich dann noch einen feinen Kamm dazu genommen, um einfach meine Seiten passend zu ordnen. Meine Nachherfrisur sah nach dem Styling dann wie folgt aus. Kommen wir zum Halt. Es wird mit einem mittleren Halt geworben und das kann ich auch wohl bestätigen. Allerdings bei meinen sehr dicken Haaren und widerspenstigen Haaren ist es vom Gefühl her eher ein leichter Halt. Deshalb kann man eher sagen, leichter bis mittlerer Halt. Und ich habe an dieser Stelle auch noch ein wenig Haarspray zum Fixieren benötigt. Kommen wir zum Finish. Es wird mit einem natürlichen Finish geworben und das bekommt man auch. Allerdings muss man an dieser Stelle sagen, dass ich das Gefühl hatte, dass es auch leicht glänzend ist. Heißt, wir haben hier an dieser Stelle ein leicht glänzendes und gleichzeitig auch natürliches Finish. Kommen wir zur Austauschbarkeit und zum Preis des Produktes. Auch nur mit Wasser bekommt ihr das Produkt sehr gut aus den Haaren herausgewaschen. Das ist wirklich an dieser Stelle gar kein Problem bei dieser Hairstyling Cream. Und zum Preis, ihr bekommt 85 Gramm von der Hairstyling Cream von Forte Series für roundabout 30 Euro inklusive Versand aus Amerika. Das Produkt kommt halt aus Amerika. Heißt, der normale Preis liegt bei 23 Euro plus Versand, heißt bei 30 Euro seid ihr dabei. Für wen ist das Produkt geeignet und kann ich das Produkt weiterempfehlen? Ja, ich kann das Produkt auf jeden Fall weiterempfehlen auf Grundlage aller Punkte. Und das Produkt würde ich vorwiegend Leuten empfehlen, die zum Beispiel sehr feines Haar haben oder Leute, die zum Beispiel einfach nur ein natürliches Finish haben möchten mit einem leichten bis mittelmäßigen Halt oder zum Beispiel auch Leute, die auf der Suche sind nach einer Gel-Alternative. Totale Punktzahl. Die Forte Series Haarstyling Cream erhält all in all 43,5 von möglichen 50 Punkten. Link zum Produkt findet ihr wie immer unten in der Infobox und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Haarestyling.